denn nun? Ah, wir sind ja schon live. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge. Classic Corin ist hier. Ich habe euch letzte Folge versprochen, dass wir die Einweisung machen. Dazwischen liegen jetzt 24 Stunden, weil es da ein paar kleine Problemchen gab. Und jetzt werde ich erstmal Wade und Samuel hier einweisen. Hast du Wade und Lil ja gesagt? Slash mir nickt. Ach, scheiße. Slash me nickt. Das habe ich. So. Samuel. Samuel. Geh bitte zu Wade. Und warte dort auf uns. Ich will keinen Ruhm ernten, ich will nur, dass der Slash mich nickt. Die Richterin hatte mich ebenfalls gefragt, ob die beiden es wissen. Slash mich sieht zu Wade. Wade. Gut, dass du hier bist. Slash me sieht zu Samuel. Sehr schön. Huch, das war jetzt das Falsche. Oh, oh, sehr schön. Dann habe ich euch beide jetzt zusammen. Also ich will euch noch dem ihr Bauern seid und erklären, was ihr tun müsst, um welche zu bleiben. Sizirukus, willst du mitkommen? Ja, wir wollen dir jetzt natürlich erklären, was wir zu tun und zu lassen haben. Auf dem Server. Hier am Hof. Mit dem Rang des Bauern kommen natürlich einige Pflichten. Slash mich nickt und winkt sie mit zum Haus. Na dann, mal los. Cess ist nicht hier irgendwo noch zu finden. Das wäre nämlich vielleicht nicht schlecht, dann könnte ich dir das auch gleich mit erzählen, aber ansonsten mache ich das einfach dann nochmal. Wade schreibt hier. Nicht, dass ich wüsste, vielleicht sind sie in der Stadt. So, dann gehen wir nämlich jetzt erstmal hier in die Hütte rein. Slash me gekramt. Also Männer, hier ist der Schlüssel für eine Truhe. Diese steht versteckt unter dem Heu in der Scheune. In jener Truhe lagert etwas Gold. Ein paar Rationspakete, welche ich dort täglich frisch einlagere. Dieses Gold und die Pakete verwendet ihr, Punkt, 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 um die Löhne zu versorgen und sie zu bezahlen. Dreimal im Monat, jeweils am Anfang in der Mitte und
Kurz vor Ende gibt es Gold als Entlohnung. Wie bei euch bisher auch. Wo wir beim Thema Gold sind. Ihr bekommt als Bauern einen Festlohn von 120 Gold im Monat. Bei besonders guter Leistung gibt es einen Bonus, eventuell sogar einen doppelten Lohn, je nachdem. Aber hebt einen Zeigefinger in die Luft. Hebt mahnend. Mahnend? Hebt mahnend seinen rechten Zeigefinger in die Luft. Dafür müsst ihr auch etwas leisten. Und zwar soll ein jeder von euch jeweils 20 Getreidegaben im Monat alleine erwirtschaften. Dies am besten natürlich außerhalb der Arbeitstage, wo Hühner anwesend sind. Notiert euch eure erarbeiteten Gaben. Aber denkt nicht daran, mich zu bescheißen. Ich kann immer nachvollziehen, wie viel wir wann geerntet haben. Tut euch zusammen mit Liliana und Cess. Jene müssen dasselbe erarbeiten. Dann geht es schneller und ihr seid alsbald fertig. Ja, sie soll natürlich jeder für sich 20 Gaben erwirtschaften. Also so kann ich sicher sein, dass sie ihren Lohn auf alle Fälle schon mal verdient haben, in Anführungsstrichen, weil ich verdiene mit diesen 20 Gaben, das ist genau ein Sack Mehl, mit dem verdiene ich einen gewissen Satz an Gold. Und insofern haben sie sich quasi selber schon bezahlt. Und das ist wichtig, dass ich halt eben nicht auf den Lohnkosten am Ende sitzen bleibe. Und das geht eigentlich, ein Monat ist ja eine Real-Life-Woche. Das ist zwar eine ordentliche, aber machbare Menge für einen Monatslöschminik. Daher werde ich diese Menge auch nicht erhöhen. Ich weiß, wie schwer es manchmal sein kann. Solltet ihr vielleicht einmal 2 oder 3 Gaben unter den 20 liegen, reiße ich euch nicht den Kopf ab. Es geht mir einzig und alleine darum, dass ihr für euren Festlohn, den ihr bekommt, auch arbeitet. Durch die Erfahrung mit unseren Wachen schaut Rukus und nickt.
bin ich da etwas vorsichtig geworden. Die kommen im Endeffekt auch nur und holen ihr Geld ab. Gut. Solltet ihr Cess und Lily Anna vor mir sehen, so teilt ihnen das bitte mit. 20 Gaben pro Kopf im Monat. Grinst du, Samuel? Siehste? Sag ich ja. Slash me winkt ab. Gut. Zu den weiteren Aufgaben. Oh scheiße, Slash me winkt ab. Gut, zu den weiteren Aufgaben. Einmal kurz vor Ende eines jeden Monats muss die Ernte gedroschen werden. Entweder ihr macht das selbst oder ihr holt euch Löhner heran, die das machen. Danach wird das Gedroschene, ich nenne es jetzt mal, gewinnsichtet und dann zu Müll verarbeitet. Brauch ich euch ja nicht erklären. Sorgt dafür, dass alles in die Wege geleitet wird, sollte ich einmal nicht da sein. Ebenso hält es sich mit dem Verkauf. Sollte ich wirklich mal nicht da sein, so beladet Karren am Monatsende, fahrt alles zum Speicher der Stadt und sucht Daigo auf. Er weiß schon Bescheid. Außerdem habt ihr die Aufgabe, um die Vorarbeiter Liliana und Cess zu kümmern. Gebt ihnen Aufgaben. Zum Beispiel brauchen wir neues Feuerholz oder der Zaun an der Weide müsste mal repariert werden. Sie sollen sich dann mit Hilfe von Löhnern daran setzen, das zu erledigen, damit ihr den Hopfen sieht. Zu Samuel und die Milch sieht zu Wade. Und könnt. Ja, Wade, ich werde dir zeigen, wie du die Milch der Schafe melken kannst. Das war bestimmt Carly, dieses dämliche Schaf. Slash mich grinst. Es ist immer Kali. Hahaha!
Ja, sie haben den scharfen Namen gegeben. Darfst du ihn aber nicht teachen, oder nur doch? Samuel kann hopfen. Samuel ist der Schneider. Welche die Schafsperks nicht lernen darf. Melken. So, hat jeder etwas Spezielleres? Aber nichts Komplettes. Gut. Slash mir nickt. Gut, das wäre es, denke ich, soweit. Die Löhne ausbezahlen. Mist. Wisst ihr, was eure Aufgaben sind? Wisst ihr auch? Muss ich so oder so? Das wird auch noch einige Zeit länger dauern, bis ich ihm das beibringe. Was eure Aufgaben sind, wisst ihr auch. So, ich habe jetzt natürlich nicht vor, hier, Wade gleich, ich habe letzte Woche, Milch und Wolle gelernt. Jetzt habe ich natürlich nicht vor, das gleiche an den nächsten weiterzugeben. Das wird schon noch eine Zeit dauern. Das wird dann so ein richtig kleines, ich will jetzt nicht sagen Event, aber so ein richtig kleines, was Tolles halt eben, ein schönes Erlebnis soll es werden. Und deshalb, bereite ich ihn dann natürlich auch noch ein bisschen vor und nehme ihn immer mal ein bisschen mit an die Hand und bla. Das wird schon noch eine ganze Zeit dauern, da mache ich ihn viel, werde ich auch eine Menge RP mit rausziehen. Und dann irgendwann werde ich ihm dann den Teach dafür setzen. Slash Minikt. Sollte etwas mal fehlen, kommt auf mich zu und gebt Bescheid. Ach ja. Sorgt dafür, dass das Werkzeug hier am Hof bleibt. Alles Kleinere lege ich auch in die Truhe. Sicheln zum Beispiel oder so. So, dann hätte ich ja eigentlich alles erklärt, ne? Lohn habe ich denen dann erklärt, wie sie den Lohn auszahlen müssen. Ration, dass sie da drin sind. Die Truhe, die Schlüssel haben sie.
dass wir 20 Gaben im Monat kriegen, 120 Gold kriegen sie im Monat, das habe ich mir auch erklärt. Ja, eigentlich bin ich dann soweit durch. Habt ihr noch Fragen? Was ist, wenn die Rationen knapp werden? An dich wenden? Slash mir liegt. Aber ich denke, das sollte nicht passieren. Mehrfach. Gut. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Bricht ab. Ja. Huch. So, dann wir hier. So, was habe ich jetzt auch noch? Ich habe noch mal schnell eine kleine Notiz gemacht. Gucken, was Samu hier noch möchte. Und dann denke ich, sind wir für die Folge durch. 22 Minuten 10 schon. Das reicht ja auch vollkommen aus. Ah, gucken, was er will. Du meintest, wir sollten unsere selbst geahndeten Gaben notieren. Können wir uns dann nicht einfach merken und dir sagen, ich habe nicht mal Schreibkram, eine Liste der Löhne sollte es auch nicht rein. Oh, Moment. Oh, muss ich mal ganz kurz niesen. Das Slash mir nickt. Du kannst es mir auch sagen, ja. Wie ist dir beliebt? Ist mir sogar eigentlich noch. Gute Idee. Sorry. Wie wär's, wir legen eine Liste hier auf den Tisch. Das mit dem Sagen ist keine schlechte Idee. Worte sind seltener falsch als die Schrift. Auch wenn ich euch traue. Seltener? Seltener? Was habe ich denn da geschrieben? Seltener? Na gut. Slash minikt. Dann wäre es das auch schon gewesen. Vielen Dank. Und ab wieder an die Arbeit. Christ. Gut, dann bedanke ich mich bei euch auch für die Aufmerksamkeit. War das jetzt? Ich bedanke mich bei euch auch für die Aufmerksamkeit. Ja, das kommt schon hin. Also ihr wisst schon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lasst ein Like auf dem Video da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Würde mich mega freuen. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, tschüss. Wir sehen uns im RP. Euer Helmonius Helmart, je nachdem wie ihr möchtet. Ciao, ciao.